Shalom zusammen. Wir haben uns bereits einige Musiker und deren Songtexte angeschaut, wie zum Beispiel das Lied Great King Red von Queen, der gesungen hat, dass man das Gute auslöschen und das Schlechte behalten soll, da man angeblich nicht alles glauben kann, was in der Bibel steht. Auch der ebenfalls bereits verstorbene Sänger George Michael sang im Lied I Want Your Sex folgendes: Ich brauche keine Bibel, schau mir einfach in die Augen. Auch George Michael scheint genauso wie Queen und andere Sänger in der Okkultmusikindustrie kein großer Fan von der Bibel zu sein, was deren perverse Songtexte und okkulte Symbolik erklärt, da sie einen anderen Gott huldigen. Die US-amerikanische Soul- und Popsängerin Chaka Khan sagte laut einem Buch des Jahres 2018, dass die Leute und diese Maschine um diese Stars, also die sogenannte Musikindustrie, eine dämonische Sache sei, die das Leben von Menschen opfert. So heißt es auch im Lied Demon Inside of Me von Eminem. Ich bin besessen von bösen Dämonen, die mich im Schlaf quälen. Ich träume weiter vom Tod und ich höre Leute schreien, der Geist des Teufels ist in mir gefangen. Und Eminem ist kein Einzelfall, denn es gibt viele Stars in der Musikindustrie, die Dämonen in sich haben, und viele von diesen Stars sind tatsächlich dämonisch besessen, weswegen sie Texte schreiben und singen, die sich gegen Gott und sein Wort richten. Doch während Eminem und andere Stars von Dämonen gequält werden, schauen wir uns mal an, von wem die Dämonen gequält werden. So heißt es in Matthäus 8, Abvers 28. Und als er, nämlich Jesus, ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gegesener kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen, die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, so dass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen hatten und haben eine panische Angst vor Jesus Christus, weil sie genau wissen, dass sie ihm nicht annähernd gewachsen sind und sie bald für ihre Sünden bestraft werden. Jesus sagte außerdem in Markus 16, Vers 17, dass auch wir Christen im Namen Jesu Dämonen austreiben können, weswegen wir Christen also eine Art Geisterjäger sind, da wir ja laut Bibel nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die geistigen Mächte des Bösen. Viele Stars sind auch deswegen dämonisch besessen, weil sie zuvor ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Die kanadische Schauspielerin Melissa Ford sagte dazu folgendes: Wenn es dein Ziel ist, berühmt zu sein, dann wirst du viel tun, um dorthin zu gelangen, indem du deinen Namen im Blut in einem Vertrag mit dem Teufel unterschreibst. Sie werden in einer Einbahnstraße enden und es geht nirgendwo hin. Das ist nur die Wahrheit. Ich habe gesehen, dass so viele Menschen ihre moralische Codes und ihr Wertesystem nur für ein bisschen Ruhm aufgegeben haben. Es lohnt sich am Ende des Tages nicht, es lohnt sich wirklich nicht. Ich glaube, wenn die Menschen wüssten, was einige Stars der Unterhaltungsindustrie im Finsteren tun und getan haben, dann würden sie die CDs, Bücher oder DVDs verbrennen, weil viele dieser Stars in der Tat okkulte Satanisten sind, die dem Teufel ihre Seele verkauft haben. Schauen wir uns mal dazu 3-4 Songtexte genauer an. Im Lied Say Goodbye Hollywood von Eminem heißt es: Ich verkaufte dem Teufel meine Seele, ich bekomme sie nie wieder zurück. Nun, wenn Eminem sich zu Jesus Christus bekehren würde, hätte Eminem noch eine Chance. Ohne Jesus ist Eminem aber genauso verloren wie der Rest der Menschheit. DMX, der sich ebenfalls im Laufe der Zeit zu Jesus bekehrte, rappte im Song Let Me Fly, dass er seine Seele dem Teufel verkauft hat und der Preis günstig war. Auch der US-amerikanische Rap-Musiker Spice One rappte im Lied Face of a Desperate Man folgendes: Ich mache ein Geschäft mit dem Teufel und verkaufe meine Seele. Manche Menschen machen eben alles, um reich und berühmt zu werden, und da Satan laut Bibel noch der Gott dieser Weltzeit ist, hat Satan auch die Möglichkeit, seinen Dienern diesen Reichtum und die Berühmtheit zu geben, die sie wollen. Was Satan auch mit Jesus in der Wüste versucht hat, aber kläglich gescheitert ist. So heißt es in Matthäus 4, Vers 8. Wiederum nimmt ihn, nämlich Jesus, der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, zum Teufel: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm.
Jesus hat also zum einen dem Teufel nicht widersprochen, dass er dazu in der Lage wäre, dem Messias seine Macht zu geben. Doch was Jesus abgelehnt hat, wird der Antichrist annehmen, weil es laut Offenbarung 13, Vers 2 der Satan sein wird, der dem Antichristen seine Kraft, seinen Thron und große Vollmacht geben wird. Jesus sagte dem Teufel außerdem, dass er Gott den Herrn anbeten soll, was eine Aufforderung war, dass der Teufel vor Jesus niederfallen und ihn anbeten sollte, was zum Beispiel Thomas getan hat und Jesus in Johannes 20, Vers 28 als seinen Herrn und seinen Gott angebetet hat. Wenn der Satan also noch der Gott dieser Weltzeit ist, dann hätte der Satanist Anton LaVey mit seiner Aussage recht, denn er sagte, der Teufel hat die oberste Macht auf dieser Erde. Wenn du hier irgendetwas haben willst, dann kann er es dir geben, wenn du ihm beitrittst. Doch warum beten viele Menschen lieber zu Satan als zu Gott, wenn es zum Beispiel um materiellen Reichtum geht? Nun, wir Christen bekommen den wahren Reichtum in der goldenen Stadt Gottes erst, wenn Satan in Ketten und seine Weltzeit zu Ende ist. Heute hat Satan noch sehr viel Macht und Einfluss auf die Menschen der Welt, doch wenn sein Zeitalter zu Ende geht und Gottes Königreich beginnt, dann kann Satan niemand mehr reich und berühmt machen, weil er selbst früher oder später in Vergessenheit geraten wird. Den Zeitgeist dieser Weltzeit beschreibt auch Michael Jackson im Lied Money, in dem er folgendes singt. In diesem teuflischen Spiel von Gier und Macht, sie benutzen mich, um Geld zu verdienen, alles für Geld. Du würdest dafür lügen, du würdest dafür sterben, sogar deine Seele an den Teufel verkaufen. Bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf, sagt man, doch Geld kann auch der Grund sein, dass viele eine Freundschaft anfangen, nämlich eine Freundschaft mit dem Teufel. Auch Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, dass einige Menschen den Teufel zum Vater haben und nicht Gott. Schauen wir uns mal einen Artikel vom 24. Oktober 2014 an, in dem Folgendes berichtet wurde. Software-Programmierer hat es herausgefunden. Kluge Menschen hören U2, dumme Menschen Beyoncé. Nun, ich würde dieser Behauptung nicht allzu viel Glauben schenken, denn ich würde weder die Musik von U2 noch die Musik von Beyoncé empfehlen. Wenn U2-Hörer klug sein sollten, dann schauen wir uns mal ein Lied von U2 etwas genauer an, nämlich das Lied In God's Country, in dem Folgendes gesungen wird. Traurige Augen und krumme Kruzifixe im Reich Gottes. Ich stehe zu den Söhnen von Kain, verbrannt vom Feuer der Liebe. Man verspürt ein Feuer der Liebe für die Söhne von Kain? Also diese Form von Liebe ist in der Tat eine okkulte Liebe, denn schauen wir uns mal an, was die Bibel über diese Aussage zu berichten hat. Im 1. Johannesbrief heißt es in Kapitel 3, Vers 11, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Einige stehen zu Kain, andere stehen zu Abel, genauso wie einige Gott anbeten und andere den Teufel. Es ist in der Tat fast wie in der Politik. Doch wenn wir schon bei JC Sklavin bzw. Ehefrau Beyoncé sind, dann schauen wir uns mal an, was sie in einem Interview gesagt hat. So wurde berichtet, kurz bevor ich für die Battle Award spielte, hob ich meine Hände und es war das erste Mal, dass ich spürte, wie etwas anderes in mich kam, erklärte Beyoncé kürzlich in einem Interview. Satan macht Überstunden, um die Massen durch nichts anderes als die Unterhaltungsindustrie zu täuschen. Der Satanismus wird von Hunderten von Prominenten gefördert und wir verehren blind die Menschen, die Satans Anbeter sind. Das, was in Beyoncé kam, war nicht etwa zu viel Alkohol, sondern das, was die Bibel unreine Geister nennt bzw. Dämonen, was dazu führt, dass die Persönlichkeit gespalten wird. Durch Meditation, Hypnose oder Channeling öffnet man Türen für diese unreinen Geister, weswegen wir uns als Christen von solchen okkulten Praktiken fernhalten sollten. Viele weibliche Stars in der Musikindustrie wie Christina Aguilera oder Britney Spears haben als harmlose Sängerinnen angefangen und endeten als leicht bekleidete Sexsymbole der okkulten Musikindustrie, womit sie viele Mädchen und Frauen beeinflusst haben und heute noch leider Gottes beeinflussen. Dazu schauen wir uns mal in die Bibel an, was dort über das Outfit der Frauen gesagt wird. Im 1. Timotheusbrief heißt es in Kapitel 2, Vers 9, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken und nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottes Furcht bekennen. Deswegen sollten wir uns weder nach den Nachrichten richten, noch uns von der Unterhaltungsindustrie unten halten lassen,
oder uns dem Zeitgeist dieser okkulten Weltzeit anpassen, sondern am Glauben an den Messias festhalten, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum himmlischen Vater kommen wird, außer allein durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen.